Sieg, ich bin beim Lagerhaus. Hier soll wirklich ein Explosionskern sein? Ich weiß es von einem aus der Miliz. Der meinte, er ist in einer Kiste mit einem Miliz-Symbol. Ich habe in einer Kiste einen Safe gefunden. So leicht sind wir noch nie an einen Explosionskern gekommen. Los, brich ihn auf. Kein Explosionskern. Hier sind ein paar Besitzurkunden. Für drei weitere Lagerhäuser. Okay. Vielleicht war die Idee gut, aber das Lagerhaus falsch. Wir müssen sie wohl alle durchsuchen. Hier sind eine ganz schöne Menge von diesen Eistypen. Die suchen den Explosionskern. Beeilen wir uns. Thank you.
Ich habe Explosionsscherben. Aber noch keinen. Da muss einfach ein Explosionskern sein. Suchen wir weiter. Nichts. Mann, tut mir leid. Hey, vielleicht. Vielleicht sollten wir aufhören. Nein, 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 nein. Es ist noch ein Lagerhaus übrig. Der ganze Widerstand muss einen Grund haben. Thank you.
Na, rate mal, Sieg. Was Gutes? Oh ja, alles bestens. Und da ist noch was. Sieht aus, als hätte ich Bertrands Aktentasche gefunden. Ich dachte erst, dass Bertrand diese Monster erschuf, damit ihn Yuma Ray wieder respektiert. Aber nein, es ging um viel mehr. Rechnungen für gezwungene Conduits werden in die ganze Welt verschickt. Verpackte Supermenschen als Angebot für jeden Warlord mit Geld. Surreal. Der Kerl tritt ganz allein ein neues Wettrüsten los. Alle Nationen wollen diese Massenvernichtungsmenschen. Es ist aber komisch. Geht es wirklich ums Geld? Wenn er alles weggibt? Will er sich Respekt erkaufen? Den Weg ins Paradies? Nein, das ist es nicht. Er will die Welt auf irgendeine alttestamentarische Art retten. Ich erkenne nur das Gesamtbild noch nicht. Also, was war da drin? Das weiß ich noch nicht genau. Du klingst müde. Komm doch her und ruh dich aus. Ja, du hast recht. Ich zeig dir den Explosionskern. Da zerreißen sich ein paar riesige Monster gegenseitig. Hier lang! Das kannst du nicht länger zulassen. Menschen werden plattgetreten. Thank you.
Leute hier sind unterlegen. Wir haben die Macht. Einheit 237. Haben Sie sich verlaufen? Sie sollten uns hier treffen. Nein, habe ich die Happy Hour verpasst?